Hallo zusammen, heute möchte ich euch die Hornfamilie des hohen Registers, also des Trompetenregisters, vorstellen. Viele fragen mich immer, was ist denn der Unterschied zwischen Corno da Caccia, einem Corno Piccolo, einem Drehzylinderflügel, Perronettflügelhorn, dann haben wir noch ein Trulerhorn und das Kornett. Richtig, alles gehört zur Hornfamilie, weil wir einen besonderen konischen Verlauf haben, dazu gleich mehr. Anfangen möchte ich mit unserem klassischen Flügelhorn und vergleiche das mit dem normalen Perennettflügelhorn. Wir beginnen mit dem Flügelhorn. Hier ein Perennettflügelhorn, hier ein Drehzylinderflügelhorn. Der Unterschied, der Hauptunterschied sind die Maschinen. Hier drehen sich die Ventile und hier drücke ich sie von oben. Was ist die Mensur? Mensur ist das Verhältnis zwischen Länge, hier ungefähr 1,32 m bis 1,35 m, zum Durchmesser. Steigt ein Konus sehr schnell an und wird groß am Schluss oder am Ende, wie das Flügelhorn, spricht man von einer Weidenmensur oder einer hornigen Mensur. Die Trompeten und Posaunen bleiben viel, viel schlanker. Hier gibt es oft einen großen Streit, welches klingt heller? Ein deutsches oder ein amerikanisches? Ein Perennettflügelhorn oder ein Drehzylinderflügelhorn? Ich sage euch eins. Die beiden sind so gut wie gleich gebaut. Der einzige Unterschied, ihr seht hier auch viele Mundstücke, sind die Schäfte. Im deutschen Flügelhorn habe ich einen deutschen Schaft, im amerikanischen Flügelhorn einen amerikanischen Flügelhornschaft und dann gibt es natürlich auch noch den kleinen Kornettschaft für das Kornett. Um dies zu vergleichen, habe ich mich für die Breselmeier-Serie entschieden. F6, hier der amerikanische Schaft, hier der deutsche Schaft. Und nun zum Vergleich. Wir haben hier ein 14 cm langes Mundrohr, hier auch. Ich habe hier eine Maschine mit einem Durchgang von 11 mm, hier auch. Ich habe hier einen Anstoß, einen konischen, hier auch. Ich habe hier ein Schallstück, exakt dasselbe Schallstück, gleiche Mensur, hier auch. Jetzt hören wir uns mal die Unterschiede an. Ganz wichtig, wenn ihr die Instrumente miteinander vergleicht, ein Kornett, ein Flügelhorn mit einem deutschen Flügelhorn, nehmt immer dieselben Mundstücke. Ich demonstriere euch gleich mal einen unglaublichen Klangunterschied. Ich nehme mal ein ganz weites Mundstück, das mittlere Mundstück kennt ihr schon, und dann noch ein helles Mundstück. Gerade die Hornfamilien, Kornett, Flügelhorn, Kuhlehorn, könnt ihr mit dem Mundstück unglaublich beeinflussen und den Klang sehr stark verändern. Zunächst mal eine kleine Passage mit dem flacheren Mundstück. Und nun das tiefe Mundstück. Nun zu den Modellen selbst. Ihr könnt natürlich unglaublich verschiedene Variationen von Drehzylinderflügelhörnern ausprobieren. Das hat 11-0-Bohrung, wir machen auch eine mit 10,6, wir machen mit kleinem Schallbecher, wir machen mit Stimmbogen, ohne Stimmbogen. Was ist das? Flügelhorn mit Stimmbogen? Normalerweise, das kennt ihr ja, zieht ihr hier den sogenannten Klubbenzug aus und ein, um die Stimmung gleich zu halten. Allerdings verändert ihr eure Ansprache und Intonation enorm, wenn ihr hier einen Luftsack erhaltet. Also, wenn ich hier ziemlich weit rausziehe, fällt ja hier Mundrohr. Wenn ich es reinschiebe, ist Mundrohr ganz drin. Das bedeutet, die Ansprache ändert sich und wenn ich zu weit rausziehe, auch leider die Intonation. Aus diesem Grund haben wir unsere Masterpiece-Instrumente mit einem sogenannten Stimmbogen, Stimmzug, den ihr von der Trompete her kennt, gefertigt. Und zwar ist dieser Stimmbogen innen konisch gefertigt. Das bedeutet, der ganze Flügelhornkonus setzt sich fort
ist also nicht hier zylindrisch, außen natürlich zylindrisch, sonst wird der Zug ja gar nicht laufen, und innen wird der Konus fortgesetzt. Ihr habt immer die gleiche Ansprache und eine bessere Intonation, wenn ihr ausstimmt. Als Referenzmodell für unsere Vergleiche nehmen wir immer wieder das gleiche Flügelhorn her. Was ist das? Ein Kuhlehorn. Johannes Kuhle hatte Anfang des 20. Jahrhunderts die Idee, ein Flügelhorn zu bauen mit Stimmzug. Allerdings haben die genau dasselbe Problem gehabt, da unten können wir kaum einen Stimmzug bauen. Deshalb bauen wir hier oben direkt nach der maschinenkleinen Stimmzug ein. Wir haben ein kurzes Mundrohr, dann direkt die maschinenkleinen Stimmbogen. Das Flügelhorn hat eine andere Mensur als das Kuhlehorn. Vergleichen wir es mal direkt. Ich habe hier ein F6 Mundstück drauf und hier auch ein F6 Mundstück drauf. Zunächst mal das Flügelhorn. Das Kuhlehorn kannst du als Flügelhorn einsetzen. Du kannst es je nach Mundstück hell spielen, dunkel spielen, rauchig spielen. Es gibt sogar Jazzaufnahmen mit dem Kuhlehorn. Wenn du ein neues Flügelhorn suchst, dann probier doch auch einfach aus Spaß mal so ein Kuhlehorn aus. Übrigens, über dieses Instrument haben wir ein ganzes Video gedreht, das findest du auf dem YouTube-Kanal. Als nächstes Vergleichsinstrument nehme ich das Kornett. Ebenfalls ein Brisselmeier F6 Mundstück drauf, also genau dasselbe Mundstück. Hier habe ich noch einen etwas engeren Schaft. Das Instrument geht etwas enger los und hier sehen wir das lange Mundrohr wie bei einer Trompete gebogen und der lange Stimmzug und dann kommt erst die Maschine. Deshalb haben wir auch schon eine größere Maschinenbohrung, weil die Maschine an einer Stelle sitzt, die schon viel weiter sein muss als beim Flügelhorn nach 14 cm Mundrohr. Dazu ist das Schallstück viel enger gehalten als beim Flügelhorn. Deshalb müssen wir das Instrument zwischen Trompete und Flügelhorn einordnen. Mit einem sehr tiefen Mundstück sehr warm, mit einem flachen Mundstück sehr direkt und trompetig. Ich habe jetzt hier ein mittleres Mundstück. Hören wir uns mal an im Vergleich zum Flügelhorn. Der nächste Vergleich gilt dem Corno da Caccia, einfach Jagdhorn. In der Barockzeit wurden diese Hornstücke natürlich auch mit dem Clarinhorn gespielt, also mit einem Horn, das viel, viel länger war, so wie bei der großen Clarintrompete, um die engen Tonschritte spielen zu können. Die Corno da Caccia von heute sind natürlich eine moderne Entwicklung, genauso wie die Piccolo-Trompete, mit der man die ganzen barocken, hohen Stücke gut spielen kann. Beim Horn denkt man immer an weich und warm, aber wenn man mal solche Orchesterhörner hört im Fortissimo, wenn man die Barockhörner anschaut, wie eng die verlaufen, dann muss man absolut sagen, dass das Horn eigentlich nicht immer so groß und großmensurig gebaut war wie das Flügelhorn. Und genauso verhält es sich hier beim Corno da Caccia, beim Jagdhorn. Oftmals wird einfach ein Flügelhorn genommen und in Corno da Caccia Form gewickelt. Das ist einfach ein Flügelhorn in andere Form. Das hier ist schon eher an die barocke Mensur angelehnt, und zwar Trompetenschaft. Dann haben wir hier eine Maschine mit 11,5 Bohrung. Anschließend ein richtig langer, enger Anstoß und das Schallstück entwickelt sich wie beim normalen Horn auch. Langsam und am Schluss der große Trichter. Hören wir uns das mal im Vergleich zum Flügelhorn an.
Das war ein Stück aus Bachs Weihnachtsoratorium, das heute oftmals mit Conno da Caccia gespielt wird. Dasselbe Stück auf dem Flügelhorn mit demselben Mundstück. Zum Abschluss etwas ganz Besonderes. Mir persönlich gefällt ja der spröde und durchdringende Hornklang des Barockhorns ungemein. Aus diesem Grunde habe ich mir vor einigen Jahren selbst was entwickelt und ich habe es oft gebaut, sogar für Hornisten, ihr seht linksgriffig, ein Corno Piccolo, so habe ich das getauft. Ein Hornmundrohr, sehr eng, da geht es los mit dem Hornschaft oder Kornettschaft geht auch. Maschine und dann ein Schaltstück, das unglaublich eng sich entwickelt. Und zum Schluss der große Becher. Klingt so ein bisschen spröde und noch direkter als es Corno da Caccia. Dieses Video haben wir ganz spontan im Ladengeschäft gedreht, aufgrund einiger Nachfragen. Bitte verzeiht mir meinen kleinen Keks und meinen kleinen Fehler. Fazit: Was lernen wir aus den ganzen Mensur-Unterschieden der Hornfamilie? Das klassische Flügelhorn, ähnlich zum Perinett-Flügelhorn. Hier geht es nicht, hauptsächlich nicht, um die Unterschiede der Maschinen, sondern um die Mensuren. Schaut, haben wir kleine Bohrungen, haben wir kleine Schallbecher insgesamt und zwar nicht nur auf den Schallbecherdurchmesser gehen, sondern wirklich auf die Entwicklung. Das ist viel wichtiger als nur auf den Durchmesser des Schallstücks. Ganz klar, das Kornett geht Richtung Trompetenfamilie. Viel engerer Schaft, viel längeres Mundrohr. Und jetzt wieder auf die weite Seite, das Kuhlerhorn, ganz ähnlich zum Flügelhorn mit der etwas direkteren Ansprache. Und was ganz besonders, das Corno da Caccia. Und wer es noch direkter und spröder haben möchte, das Corno Piccolo. Alle Instrumente sind ungefähr gleich lang, 1,32 bis 1,35 Meter und können alle von uns Trompetern und Flügelhörnern gespielt werden. Bitte, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, stellt sie mir, vielleicht drehen wir dann auch so ein spontanes Video. Bis bald, ich freue mich, dass wir bald wieder so richtig zusammen Musik machen können. Euer Matthias Beck.